Grüß Gott und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit Dr. Habil Gustav Adolf Schöner. Wir haben ja nun festgestellt, dass er mit einem religionswissenschaftlichen, astrologischen Thema habilitiert wurde. Damit wird man nicht geboren, Herr Dr. Schöner. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Also eine Habilitation in der Tat ist mit ist weit weg von der Geburt. Das ist so. In der Schule, wo ich in die Schule gegangen Ja. bin, das ist ja jetzt biografisch, also Wir machen jetzt den nicht von Biografieteil, einem genau. Biografieteil. Okay. Also geboren bin ich in Altenburg in Thüringen. Okay. Eine mittelmäßig wichtige Stadt. Der ist unter anderem auch Skat. Skat, aber auch Diskussionen zur Reformation, Miltitz und so weiter, die dort ihre Diskussionen geführt haben. Aber das ist sicher auch nicht besonders wichtig. Zur Schule gegangen bin ich also ganz normal unter DDR-Verhältnissen noch, in der polytechnischen sogenannten Oberschule. Mit allem drum und dran, was Mit man allem so. drum und dran, mit allem drum und dran, was man auch als Pastorenkind in der DDR so Ah, mitmachen musste. da hat man auch Repressalien. Einiges an Behinderungen schon erlebt. Dann letzten Endes lief es darauf hinaus, auch Theologie zu studieren, evangelische Theologie. Das Das heißt, war das das ist also, Einzige, was man als Pastorenkind, glaube ich, studieren kann. ja, das war nicht generell so. Es gab Kein durchaus Pastorenkinder, Arbeiterkind. ja, kein Arbeiterkind. Also es gab Pastorenkinder, die schon studieren konnten. Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel durfte Physik studieren. Das hatte dann sicher auch Gründe, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will. In unserer Familie war es so, dass wir in der Tat also mit Studiengängen anderer Art Schwierigkeiten hatten. Also von daher haben zwei meiner Geschwister überhaupt nicht studiert. Ich, dann aber auch meine ältere Schwester, wir haben Theologie studiert. Und wobei ich durchaus also das Theologiestudium also genossen habe, das war also, entsprach schon meinen Interessen, ohne dass ich wirklich das Berufsziel hatte, also Welche Sprachen Pfarrer mussten zu Sie dann werden. lernen? Hebräisch, Griechisch, Latein, das sind die üblichen Da habe ich was für unsere Dinge. Zuschauer. In diesem Buch von Dr. Michaela Dahne, Die Geburtsherrsche, also ein astrologisches Handbuch zu Paracelsus, da gibt es eine Stelle auf Seite 14, da heißt es: Unsere heutigen Astrologen sind also leider allesamt mehr oder weniger engagierte Laien. Natürlich gilt das nicht für alle. Es gibt Gelehrte auf dem Gebiet, die sich in jahrelanger Arbeit und Forschung einen Großteil des alten Wissens wieder angeeignet haben. Hierzu müssen sie Arabisch, Latein und Altgriechisch beherrschen. Einer davon sei Raphael Gillebrand. Also sie waren dicht dran an diesem Gelehrtenstatus. Ja, wobei das Ziel natürlich ein anderes war. Also Hebräisch bezog sich natürlich wesentlich auf die hebräische Bibel und Latein war die Sprache sozusagen der theologischen Diskurse über viele Jahrhunderte und Griechisch die Sprache des Neuen Testaments. Also das Genau. sind die Richtungen, aber natürlich enthält das eine Menge an Wissensgut, was man sich dann auch erschließen kann, was überhaupt mit antikem Wissen zu tun hat. Ja. Und dazu gehört natürlich auch die Astrologie. Die Sie Astrologie war damals überhaupt nicht im Blick. waren jetzt also, da, in der DDR gab es da Abitur nach wie vor oder hieß das anders? Natürlich gab es da Das Abitur. hieß genauso wie unser Abitur. Und dann sind Sie an welche Universität gegangen? Mussten Sie erst NVA Also machen? die Abitur, ja. Abitur war auch nur für mich auf Umwegen machbar. Das will ich aber jetzt nicht alles im So wie Einzelnen Gregor erklären. Gysi, der eine Melkerlehre machen musste. Ja, richtig. Ah, okay. Melker war es nicht, aber es war sowas Ähnliches. Also bei der Gleisbau. Okay. Wenn wir schon dabei sind, dann haben wir es auch verraten. Ja, das war nicht anders möglich. Und dann tatsächlich auch der Wehrdienst, NVA, 18 NVA, Monate oder 18 wie? Monate. Ja. An der Grenztruppe oder wo? Nein, ich meine, Wie? das wäre nicht möglich gewesen, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich wurde weit weg in den östlichen Sie Teil waren zu verlagert. verdächtig. Als Richtig. Theologen, Pastoren, Ja, so. klar. Ne? Mit Westverwandtschaft, das war alles Ja, noch damals. okay. Also. Nö, dann blieb also Theologiestudium, was allerdings für mich durchaus angenehm war. Überraschenderweise gelang es auch, mich an der Humboldt-Universität zu immatrikulieren. Das ging aber auch nur über persönliche Beziehungen, die meine Eltern noch hatten zu einzelnen Professoren. Das war sozusagen das Studium. Das war der Einstieg sozusagen in die, ich möchte mal jetzt im weitesten Sinne sagen, auch Kultur, Geschichte, Kultur, Wissenschaft und so weiter. Ja, für mich. Und dann Abschluss an der Humboldt-Universität aus? Nein, ich bin vorher
von Ost nach West Berlin gewechselt, aber darüber möchte ich bitte nicht reden. Nein. Sie sind aber illegal gewechselt. Nein, letzten Endes legal. Ah, okay, gut. Ja. Sie sind aber dann im Westen dann weiter studiert? Im Westen, West-Berlin habe ich weiter studiert. FU habe oder? Auch, nee, ich habe an einer sogenannten kirchlichen Hochschule studiert. In West-Berlin? In West-Berlin, habe da mein Theologiestudium auch absolviert. Die Perspektive war schwierig, also das war für mich nicht wirklich das, was ich für eine berufliche Tätigkeit anstrebte. Sie haben Zweifel an Ihrer Berufung in der Theologie gefunden? So ist es, die hatte ich. Die hatte ich massiv und das hat sich dann eben auch so ergeben, dass ich also, mich anders orientieren konnte. Also, Sie sind dann aber doch, glaube ich, Vikar geworden. Ich bin Vikar geworden, das war für mich nochmal sozusagen ein Test. Wo war das? Das war jetzt schon dann in Hannover. Da waren Sie inzwischen nach Hannover verschlagen und sind aber hier in einer Kirchengemeinde dann zum... Vikar. Da gab es einen Pfarrer und dann Sie als zweiten Mann, oder? Richtig. Oder gab es da noch mehr Leute? Nö, das ist ein Vikariat wie ein Referendariat in anderen Berufen. Nur, dass man als Rechtsreferendar nicht mit einem Vorgesetzten auf Dauer zu tun hat. Ja, gut, das ist... Also im Vikar und dann haben Sie gesagt, jetzt, das mache ich nicht zu Ende. Richtig. Damit war für mich also die kirchliche Laufbahn von meiner Grundverfassung her eigentlich nicht mehr möglich. Dann standen Sie auf der Straße, ohne Einkommen. Ich stand nicht ganz auf der Straße, sondern ich habe dann auch gleich weiter Möglichkeiten ausgelotet an der Universität und durfte dort promovieren. Also damit verdienen wir aber kein Geld. Nee, natürlich, das habe ich schon nebenher verdienen müssen. Da kommen wir gleich. Auf andere Weise. Sie sind praktisch aus dem Vikariat in welche Fakultät gegangen zum Promovieren? Philosophische. Wer war denn da Ihr Doktorvater? Ich weiß nicht, ob ihm das recht ist, wenn ich das sagen würde. Also gut, der soll geheim bleiben. Zu welchem Thema haben Sie promoviert? Das Thema war Erkenntnistheorie und Mystik. Bei Kant und Meister Eckhart. Es ging da um. Die Doktorarbeit gibt es in der Bibliothek? Die gibt es. Dr. Gustav Adolf Schöler. Und der Titel war genau? Religiöse Erfahrung und das Problem der Zeit. So habe ich es dann veröffentlicht und hoffte da, dass das auch... Hat es einen Untertitel? Nee, hat es nicht. Okay, nochmal. Religiöse Erfahrung und das Problem der Zeit. Gut. Inhaltlich ging es also wesentlich um Erkenntnistheorie bei Meister Eckhart und Immanuel Kant. Ne? Also okay. Grenzen der Erfahrung und so weiter. Und wie haben Sie jetzt Ihren Lebensunterhalt finanziert, während Sie promoviert? Also darüber möchte ich lieber nicht reden. Ich habe es auf ganz legale Weise, freiberuflich Geld verdient. Sie waren nicht angestellt. Ich war nicht angestellt. Nicht verbeamtet. Nein, Sie haben Mittel und Wege gefunden, Geld zu verdienen. Dann sind Sie promovierter Doktor. Wie ging es denn weiter? Ja, dann ging es so weiter, dass ich in der Religionswissenschaft gleich weitermachen konnte. Als was? Mit einem Habilitationsvorhaben. Moment. Sie waren jetzt bei einem Doktorvater, der geheim bleiben sollte. dürfen wir jetzt Ihren Habilitationsvater nennen? Oh, ich weiß auch nicht, ob ihm das recht ist. Also, ich kann ich würde sagen, ich weiß nicht. Ich, also wir lassen es mal offen, das kann ja jeder selber recherchieren, ist ja nicht so schwer. Im Jahre 1900, wann fing die Habil an? Wann haben Sie promoviert? Da fing der promoviert an. Habe ich im Jahre 1993. 93 promoviert? Da gab es dann noch ein paar Jahre mit anderen Tätigkeiten. Und wer wissen will, wer in der Religionswissenschaft der Guru war in Hannover, der kann das leicht rausfinden. Der kann das leicht finden. Und Ihr Habilitationsvater, was hatte der damals, 1994 sage ich jetzt mal so grob, für ein Habilitationsthema akzeptiert? War das schon festgeschrieben? Nee, nicht festgeschrieben, schon gar nicht. Also es ging ja darum, worüber ich gerne schreiben wollte. Und das war damals die Astrologie. Und das war für ihn damals auch erstmal, sah das ein bisschen kritisch, skeptisch, ob das, was hier gibt, so im Rahmen der Religionswissenschaft. Ja, Sie haben auch wie lange aber gebraucht? Von 94 bis 2015. Nein, ich habe nicht von 94 an, das ging erst später, ist los. Aber Sie hatten die Absicht und dann... Ja. So, jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt, jetzt haben Sie nämlich die wichtigste Information unterschlagen. Wie kamen Sie und wann mit der Astrologie in Berührung? Mit der Astrologie bin ich in Berührung gekommen, schon während meines Studiums an der Humboldt-Uni in Ost-Berlin. Und zwar, das war Lektüre, wenn ich mich recht erinnere, war das zuerst Johannes Kepler, auf den ich aufmerksam geworden bin.
Schon auf sein Tertium Interveniens? Oder? Ja, schon das Tertium Interveniens, überhaupt Weltharmonik natürlich auch. Was mich damals in der Zeit beschäftigt hat, waren Dinge, die mit, also Grenzen zwischen Theologie, Religionsphilosophie und Naturwissenschaft. Das waren schon immer Sachen, die mich interessiert hatten. Und im Zuge dieser Interessen bin ich dann auf Johannes Kepler mal gekommen. Das weiß der Kuckuck wie, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls spürte ich dort, als ich das las, dass es für diese Astrologie, und das war nicht nur die Astrologie, das waren bestimmte esoterische Begründungen überhaupt, dass es dafür sehr wohl Begründungen gibt, die sich also innerhalb der Naturwissenschaft des mindestens des 16. Jahrhunderts damals und der Theologie verorteten und da auch ihren Platz hatten, also da auch ihren berechtigten Platz hatten. Das hat mich dann interessiert, inwiefern das also, welche Begründung es dafür gibt. Also dass es nicht so banal war wie das, was wir heute unter Vulgärastrologie eben verstehen, dass da irgendwelche Behauptungen, Behauptungen aufgestellt werden. Das war, in dem Augenblick war das so eine Art kulturwissenschaftliches Herangehen. Ja, war es, deutlich. Hat sich das dann irgendwie verdichtet, dass Sie mehr astrologische Fachbücher gelesen haben, oder blieb es beim Kulturwissenschaftlichen? Nö, das erstmal blieb es kulturwissenschaftlich, weil das auch das war, mit dem ich mich befasst habe. Später habe ich dann auch mich persönlich damit befasst, habe also... Später heißt wann und wo? Das war, also damals in der DDR gab es keine Lektüre zur Astrologie. Das war dort auch verboten. Ob es wirklich verboten war, weiß ich nicht, aber es gab keine Literatur dazu. Später habe ich dann, das war eine fixe Idee, also mal dachte ich, jetzt musst du dir mal so ein Horoskop zeichnen lassen. Damals gab es ja noch keine Computerausdrucke. Und ich bin dann irgendwo, sah ich mal ein Angebot. War das noch in West-Berlin? Oder? Das war schon in, ja, das war in West-Berlin schon. Da gab es dann also irgendwo ein Angebot, in irgendeinem Buchladen sich sowas mal zeichnen zu lassen von jemandem für 10 Mark oder ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich das also machen lassen und habe mir das angeguckt und es macht einen Eindruck, ja, dieses Bild allein. Sie das kriegen keine Deutung. Messbild. Ich kriege keine Deutung. Ich wollte das auch Messbild. Nicht. Hätten Sie machen können, hatten Sie mir angeboten. Habe ich gedacht, das möchte ich nicht. Also das war mir zu, da war ich dann doch zu skeptisch, also mir da so eine Deutung unter die Weste jubeln zu lassen. Ich wollte einfach mal das Bild sehen und das hat mich beeindruckt, weil es, ich weiß nicht, woran das genau lag, woran diese, wovon ich mich habe beeindrucken lassen. Also ich vermute eher von dieser von Kombination. Von den leeren Räumen, die wir von den leeren Räumen haben. Zum Beispiel. Ja. Also von der ersichtlichen Kombination von Symbolik, also von Bedeutungsbildern und gleichzeitiger Kombinatorik, also der astronomischen Berechnung sozusagen. Also das sind dann eben die Gebiete Naturwissenschaft und, ja, könnte man sagen, und Mythologie. Ja? Mhm. Also das hat mich schon beeindruckt und irgendwie dachte ich, oh, das bin ich, als ich das Bild gesehen habe. Also Sie haben etwas gemacht, was ich so noch nie gehört habe, dass jemand ohne astrologische Fachbuchkenntnisse, also ohne zu wissen, wie man Aszendenten deutet, Medienkönig richtig deutet oder Deszendenten deutet oder die Häuser deutet oder die Aspekte deutet oder irgendwelche Progression, Direktion, Transite, Solar und sonst was macht. Sie hatten kein astrologisches Fachbuch vorher in der Hand. Sie hatten nur Kepler und ähnlich anspruchsvolle Autoren. Ja. Und dann das Interesse, mir mal so ein Horoskop zu stellen. Und dann haben Sie sich vor Ihr eigenes Messbild, Ihr eigenes Horoskop gesetzt und hatten Sie da eine mystische Erfahrung? Nein, ich hatte keine mystische Erfahrung, sondern ich hatte eine Wahrnehmung, die mir sagte, da ist, das interessiert mich. Okay. Ja, das interessiert mich. Wie tief diese Wahrnehmung geht, das ist, wenn da gleich jemand eine mystische Erfahrung kommt. Das war ich. Naja, nö, ich meine, ich weiß aber auch, dass es in der Astrologie so gerne dann gleich diese tiefen Dimensionen da erreicht werden. Sie wollten sich noch nicht in die Ebene von Eckhart begeben. Also Eckhart hat mich schon sehr interessiert. Sie hatten aber, dass, ja schließlich also Eckhart habe ich da mehr Mystik zugetraut als der Astrologie in der Zeit. Und das sich ist, selber auch. Ja, sicher. Okay. Aber das war auch der Anlass, dass ich mir dann eben Bücher selbst besorgt habe. Also ich habe mir nicht irgendwas deuten lassen. Jetzt wird es ganz spannend für unsere Zuschauer, die ja vorwiegend astrologisch interessiert sind. Welche Bücher waren Ihnen wichtig zu lesen? Womit haben Sie angefangen? Ich hatte keinen Ratgeber, der mir da sagen konnte, also lies mal dieses oder jenes, sondern
Ich habe einfach ins Regal gegriffen, solcher Esoterik-Buchläden, die wir ja alle haben, hier in jeder Stadt haben. Und ich habe da ein ganz normales Lehrbuch der Astrologie von Francis, Amerikaner, Francis sagt Eckermann. Eckermann, nee, Francis keine sagt Ahnung. Eckermann auch nicht. Aber Sie haben, oder war es dieses dicke Buch von dieser Autorin und ihrem Mitautor, den Namen auch. Also Sie wissen gar nicht mehr, was es Ich ist, weiß was es Sie nicht sagen. mehr, was es ist. Es steht bei mir immer noch im Regal. Und ich habe da überhaupt erstmal die Aufteilung Also nicht der. so Klassiker wie Thomas Ring oder Das, nee, Xylander nee, das oder. war später. Das war später. Also erstmal hatte ich einfach nur mir ein Taschenbuch gegriffen, das mir erklärte, was diese ganzen Zeichen bedeuten sollten. Wobei ich die Planetenzeichen durchaus schon kannte, auch die Tierkreiszeichen schon kannte, aber was diese ganze Aufteilung sozusagen bedeutet, also diese Ebenen des Horoskops mit Tierkreiszeichen, Häusern, Planeten und so weiter, ne? Okay. Das habe ich mir erstmal zu Gemüte geführt und versucht da auch dann anhand meines Horoskops da Dinge zu sehen. Also wie lässt sich das tatsächlich als ein Charakterbild oder eine Veranlagung für irgendetwas erkennen? Und bin durchaus zu der Erkenntnis gekommen, dass das was mit mir zu tun hat, was ich da als Bild vor mir hatte. Und habe dann weitergegraben und ja, immer ein Stückchen weiter. Es wurde dann mehr Lektüre, mehr Bücher, die ich aber auch nach wie vor nicht mit großer Wahl und Beratung mir ausgesucht habe, sondern einfach da in das Bücherregal reingegriffen habe und mir Dinge rausgesucht. Es gab dann aber ein, unter anderem, meine ich, lag irgendwo ein Prospekt rum, da gab es dann Angebote für Astrologiekurse in der Schweiz Ah, bei okay. Claude Weiss. Bei Claude Weiss, den Und das berühmten las Claude ich Weiss, okay. und das sprach mich auch sehr an. Es sprachen mich auch andere Dinge nicht an, die auch sich mit Astrologie befasst haben. Aber dieses Claude Weiss, Das da Astrologiezentrum dachte ich, Berlin hat das Sie nicht könne so überhaupt nie, nicht, das gar hat mich nicht. überhaupt nicht interessiert. Und auch wie gesagt, auch das, was was jetzt der DAV ist, was da angeboten hat, mich nicht besonders vom Hocker reißen können. Aber Claude Weiss war das, was mich ansprach, wo ich meinte, auch weiterkommen zu können, wenn ich da was vielleicht mal belegen könnte. Das habe ich gemacht, da habe ich aber auch erstmal, ich bin da immer sehr vorsichtig rangegangen, erstmal nur ein Wochenende. Ein Ja. Wochenende bei Claude Weiss. Worum ging's? Da ging es um die Rückläufigkeit der Planeten. Das war gleich also was sehr Spezielles. Sehr speziell. Peter Und Nienke behauptet, sowas gibt es gar nicht, aber Sie haben damit jo, angefangen. das kann ich nicht bestätigen. Für Sie ist die Rückläufigkeit von Planeten was Wichtiges. Ja, auf alle Fälle. Okay. Zumindest der persönlichen. Okay. Der überpersönlichen vielleicht weniger, aber Ja. der persönlichen auf alle Fälle. Unbedingt. Also das hat sich immer wieder gezeigt. Was dann, gleich im Anschluss gab es dann auch ein Seminarangebot, das über eine ganze Woche ging. Und das war dann, nannte er karmische Horoskopanalyse. Und da ging es um die Mondknotenastrologie. Er hat Mondknoten. zwei Bücher dazu ja auch auf dem Markt. Genau, und das habe ich mit sehr großem Interesse verfolgt, diese Mondknotengeschichte. Also Sie haben das Seminar besucht? Das Seminar besucht und Gab es eine Abschlussprüfung? nö, Nee, nö, okay. das war ein Seminar. Aber ich habe da alles sehr, sehr viel mitgeschrieben. Die Also die Bücher ganze gab es Woche demnach über. damals noch Die gab es nicht. noch nicht, Die ne? gab Nee, es noch da nicht. habe Also ich. aus diesem Seminar stand die Buch, Ja. dieses Doppelbuch Und ich habe im entstanden. Grunde genommen das dann zuerst als wirklich als ernsthafte Basis genommen, also natürlich die Grundkenntnisse waren dann da, natürlich über die anderen Bücher, das als Basis genommen, um ja, zu sehen, wie weit man kann man das Horoskop als Messbild anlegen an Persönlichkeiten, also erstmal Menschen meiner nächsten Umgebung, in der Familie, da wo Die ich auch da die Geburtsdaten erstmal rauskriegen die konnte, Versuchsopfer ihrer die praktischen Versuchskaninchen waren Astrologie. das, genau. Ja, da habe ich viel rumprobiert, rumgetestet. Und mir, also ich hatte einen sehr guten Zugang gerade zu dieser Mondknotenastrologie. Das schien mir das tatsächlich widerzuspiegeln, auch die Persönlichkeiten widerzuspiegeln, die ich ja so ohnehin kannte aus meiner Biografie. Und also da zeigte sich Sie das analog, erzählen ja, das. praktisch dasselbe wie Carl Friedrich von Weizsäcker 1943, wo er ja bei Thomas Ring,
den wir im ersten Teil ja hatten, die Astrologie erlernt hat und 60 Horoskope bearbeitet hat, und zwar von Menschen, die er kannte, und da sagt er auch, dass da was dran sei und eine Gestaltwahrnehmung. War das für Sie auch eine Gestaltwahrnehmung? Das ist richtig, eine Gestaltwahrnehmung. Gestaltwahrnehmung, ja, finden Sie gut? Finde ich gut als Begriff. Passt. Ja, das passt gut, Gestaltwahrnehmung, ne? Oder auch natürlich das Wahrnehmen von Analogien, ja? Also dass ich eine Persönlichkeit kenne in einer bestimmten Gestalt, mit einer bestimmten Entwicklung in der Biografie, und dann sozusagen die Gestalt des Horoskops vergleichend dazu ziehe und sehe, da gibt es tatsächlich Analogien. Ja? Und da gibt es also auch aussagbare Analogien, ja, mit Aussagegrenzen. Also es ist nicht beliebig. Also was mir da besonders wichtig war als Einsicht ist, ich hätte mich da nicht weiter damit befasst, persönlich nicht damit weiter befasst, wenn ich den Eindruck gehabt hätte, also da kann man so ziemlich alles draus machen. Man kann alles reinlesen und alles rauslesen. Das geht eben nicht. Das geht bei bestimmten Sachen nicht. Man kann nicht alles raus und reinlesen, sondern ganz bestimmte Dinge, und das besonders hat sich das bei mir an dieser Mondknotenachse festgemacht, aber auch an den Transiten dann. Ja, an den Transiten vor allem der überpersönlichen Planeten, überhaupt Achsen und so weiter. Also da habe ich gemerkt, das ist tatsächlich prüfbar. Da passiert eben tatsächlich was mit den jeweiligen Qualitäten. Mit prüfbar meinen Sie innerseelisch prüfbar? Ja, auch an Ereignissen prüfbar. Also wenn, meinetwegen jetzt ein einfaches Beispiel. Aus Ihrer subjektiven Sicht. Aus meiner subjektiven Sicht, ob das andere dann auch so sehen, das ist mir dann erstmal wurscht. Also ich ziehe mich dann erstmal auf meine Urteilsfähigkeit. Und, die wenn, akademisch geschult war. Ja, also die in dem Falle mit akademischem Schulwissen nicht so viel zu tun hatte. Wenn also ein Pluto-Transit über den Aszendenten geht, finde ich, dass immer was Prüfbares passiert. Und zwar in dem Sinne, wie Pluto sich in der Astrologie auch zeigt und welche Gestalt er sozusagen, welche Form er da hat. Ja. Das lässt sich meiner Ansicht nach mit den überpersönlichen Planeten sehr, sehr gut immer wieder zeigen. Mal so. Also ein Wochenende, ein ganzwöchiges Claude Weiss Seminar. Dann noch ein ganzwöchiges Claude Weiss Seminar. Da ging es dann um, Moment, was war das? Das war dann die überpersönlichen Planeten, waren das dann. Okay. Ja, zu den überpersönlichen Planeten. Und inzwischen haben Sie wahrscheinlich über Claude Weiss natürlich auch einen gewissen Zugang zu der Astro-Szene der Schweiz bekommen oder den Leuten, die zu Claude Weiss kamen, weil es ja ein Seminar war. Ja. Andere Leute. Wie viele Leute waren das? Das war damals voll, ne? Das war also Claude Weiss war immer gut besucht. 150? Nee, das waren also Seminare schon, die hatten Seminarcharakter. Also das 20, 25, 20. 30 vielleicht maximal, ich weiß nicht mehr. Etwa, ne? Und in der Größenordnung war das so. Wurden Sie damals Mitglied im Astrologenbund der Schweiz? Hatte ich kein großes Interesse. Ich hatte nie an irgendwelchen Organisationen und Vergemeinschaftungen irgendein Interesse. Das war eine Sache, die ich wesentlich für mich selbst gepflegt habe. Und also immer irgendwie in indirekter Kommunikation mit Claude Weiss, wie er die Sachen sieht. Später habe ich mir dann die Bücher, als die erschienen, gekauft. Auch seine Horoskopanalyse, die gab es dann schon. Und über Claude Weiss bin ich auch zu Thomas Ring gekommen. Den hat er sehr häufig genannt in seinen Die astrologische Menschenkunde. Genau, erstmal die astrologische Menschenkunde. So hat sich also für mich also auch der astrologische Horizont erweitert, aber eben auch in dieser bestimmten Richtung der psychologischen Astrologie, wie es Claude Weiss verstanden hat, aber eben auch Thomas Ring verstanden. Sie wurden also nicht zum Klassiker? Überhaupt nicht. Keinesfalls. Also ich habe mich damit befasst, weil mich das interessiert hat. Und war ich dann irgendwann so weit, dass ich dachte, jetzt könnte ich auch Seminare dazu anbieten. Das habe ich dann gemacht in der Volkshochschule in Hannover. Die haben das akzeptiert? Nach Kämpfen. Also Kämpfen war ein bisschen übertrieben, aber es war so. Waren Sie da schon promoviert? Sie haben aber ganz wenig in der Volkshochschule Astrologiekurse. Ja, das hatte auch eine Geschichte. Also ich habe damals in der Volkshochschule erstmal angerufen, gefragt. Also ich hätte hier was möglicherweise interessiert. Als Kursangebot. Und da hat er sich also erstmal darüber
totgelacht am Telefon. Sie haben wohl nicht mehr alle, aber hat einen Hörer nicht aufgelegt. Also das, ich habe dann mal, wie kommen Sie dazu? Und ich habe dann so ein bisschen erklärt, wie ich das verstehe auch und was ich da und von Ihrem Leben vorhabe. Ja, nee, nicht, das habe ich jetzt gar nicht. Das weiß ich nicht mehr, ob ich da schon promoviert war, mag sein. Jedenfalls war das Ende des Telefongesprächs, also da sagte ich irgendwie so, na, Sie reden ja immer noch mit mir, obwohl Sie das so schwachsinnig finden. Und da sagte er, ja. Und ich sagte, na, hat das denn tatsächlich jetzt auf einmal Aussicht auf Erfolg? Und da sagte er, naja, ein Silberstreif am Horizont würde er sehen, aber er müsste das erst mit seinen Vorgesetzten besprechen. Und dann hat er das mit dem Vorgesetzten gesprochen, dann kam auf einmal das, ja, Sie können das machen. Und dann habe ich das gemacht. Und wie lange? Über viele Jahre. Also richtig mit Grundkurs, Aufbaukurs? Also? Grundkurs, ja, genau. Und muss ich jetzt nochmal kurz überlegen, wie das war. Es ging über mehrere Jahre. Also die hat mir gleich gesagt, also wenn Sie das anbieten, werden Sie in die Bude einrennen. Weil es das in offizieller Art, die in dieser Form überhaupt noch nicht gegeben hat. Ja. Und das war dann auch so. Also die waren dann immer über. Wie groß waren die Gruppen? Ich glaube 30 oder was. 30, okay. Und aber immer mit Leuten, die dann nicht keinen Platz mehr fanden, dann habe ich dann andere Kurse mit angeboten. Und ja, so lief das eine ganze Weile. Haben Sie dann aus diesem Potenzial von Nachfrage dann außerhalb der Volkshochschule noch was gemacht oder nur in der Volkshochschule Kurse gemacht? Also ich habe in der Volkshochschule, aber auch in Langenhagen damals, da dachte ich, Mensch, wenn das so hier läuft, dann vielleicht auch anderswo. Und da lief das auch. Die wussten dann schon, dass das da läuft und da war es dann auch nicht mehr so schwierig, das da durchzusetzen. Da kriegte ich dann auch, also meine... Das waren die 90er Jahre. So. Ja, 90er Jahre. Mhm. Und ja, und auf, das war dann auch, also viele fragten, können Sie mir nicht mal ein Horoskop erstellen, persönlich, weil das habe ich dann auch gemacht. Für wie viel? Wie viel haben Sie verlangt dafür? Also ich habe ganz am Anfang gar nichts verlangt. Okay. Und dann habe ich irgendwann mal, wurde mir auch immer wieder gesagt, Mensch, du sitzt da stundenlang dran, das geht ja auch nicht. Und ich habe dann so kleinere Beträge verlangt. 10 Euro, 50 Euro? Es waren 50 Euro damals. 50 Mark war das noch. 50 Mark, ja, das ist... Für das Horoskop und die Beratung dazu. Genau, die mündliche. Aber nicht aufgezeichnet auf Kassette oder so. Teilweise brachten die dann Aufzeichnungsgeräte aber mit. Aber Sie haben das nicht gemacht? Ich habe das nicht gemacht, ja. Also der Akademiker, inzwischen promovierte Akademiker, ja, in erkenntnistheoretischen Fragen zwischen Meister Eckhart und Immanuel Kant macht in Langenhagen Volkshochschule und Volkshochschule Hannover astrologische Beratung. War für mich absolut kein Widerspruch. Und wie war das in Ihrem Umfeld? Haben Sie das mitgekriegt? Ja, das Umfeld hat es mitbekommen natürlich. Also unterschiedlich. Ne? Also manche fanden das bescheuert. Sie waren ja inzwischen am religionswissenschaftlichen Institut. Ja, das war, da war es allerdings so, dass mir auch da mal vermittelt wurde, Sie haben einen bestimmten Ruf hier in der Stadt. Und das wurde als Warnung ausgesprochen. Ja? Also mich dann auch noch mit einer Das klingt nach Ihrem Chef, den kenne ich ja persönlich. Das war Ihr Chef, der das so vorsichtig formuliert hat. Er hat das so formuliert. Also, dass der Gegenstand der Astrologie hier eben doch mit persönlichen Neigungen verbunden wird, das war ein Problem. Und dann bei diesem Thema auch noch. Ja. Und da kriegte Ihr Habilitationsvater gewisse ethische Fragestellungen am Horizont sichtbar. Kann ich so jemanden zur Habilitation führen? Ja, sicher. Das ist ein Problem und das ist in einer gewissen Weise auch ein berechtigtes Problem. Aber es gibt in der Religionswissenschaft doch die Biene. Ja. Da gibt es einen Fachausdruck, wenn man in die Gruppe hineingeht. Ich habe den Terminus technisch vergessen. Die Religionswissenschaftler, die vor Ort Feldforschung machen, die gehen ja manchmal in die Gruppe hinein und werden dann nicht ethisch, sondern emisch und aufgefressen von. Ja, nee, also das Problem in der Religionswissenschaft, das sich auch durch also das Anliegen der Religionswissenschaft ergibt, weitgehend, also eine größtmögliche Distanz zu den Gegenständen Forschung zu behalten, ja, die man erforscht, eben einfach um die Sachlichkeit, um wirklich den Blick für die sachliche
Analyse aber haben. Aber das hat fließende Übergänge. Das Problem ist, dass es, also wie Fritz Stolz das sehr richtig formuliert hat, das ist die größtmögliche Distanz. Ja. Das heißt eben nicht, man findet eben nicht wirklich eine. Und wenn man reingeht, wie ist da der Entschuldigungsterminus bei Ihnen in der Religionswissenschaft? Das hat weiß ich nicht. Religionswissenschaftlichen Termine gibt es. Man geht in die Feldforschung und dann gibt es so eine, ab wenn Sie es nicht mehr wissen, ich habe es vergessen. Nö, da wüsste ich jetzt nicht, worauf das. Dass man mitmacht bei den Gruppen. Und also teilnehmende Beobachtung. Teilnehmende Beobachtung. Ja, ja. Teilnehmende Beobachtung. Das Problem ist, wie weit teilnimmt man und wie weit beobachtet richtig. Man. Richtig. Und das ist natürlich auch in der Religionswissenschaft ein bekanntes Problem, ja, dass man. Wie weit kann man Distanz bewahren? Also kann man wirklich in einer buddhistischen Zeremonie teilnehmen, beobachten und nur Protokoll führen, ohne davon berührt zu werden? Also ist es natürlich letzten Endes so, dass die Themen, die sich Religionswissenschaftler ausgesucht haben, nicht einfach nur aus rein sachlichen Gründen ausgesucht haben, sondern immer eine Affinität dazu haben, wie auch immer die ist. Und diese Affinität lässt sich nicht ganz ablegen. Das wurde mir übrigens dann auch in der Habilitation wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht vorgeworfen. Im Verfahren meinen Sie jetzt? Im Verfahren und auch in den Gutachten dann, dass also eine gewisse Tendenz zur Apologetik da ist, die ich auch gar nicht bestreite, die aber manchen Religionswissenschaftlern zu weit gehen. Wir kennen den einen, werden auch da keinen Namen nennen. Den habe ich interessanterweise eingeladen, Ihren Kritiker. Ja. Mal sehen, ob er sich. Ja, das, aber das war eben auch in der auch das ein zweites Gutachten von einem Religionsgeschichtler, die das ja trotzdem befürwortet haben. Die haben ja nicht gesagt, also das ist deswegen also nicht. Sie sind ja habilitiert worden, trotzdem. Ja, eben. Trotzdem Sie Astrologe faktisch waren. Ja, das habe ich natürlich auch nicht unbedingt raushängen lassen. Ja. Wie lange ging denn Ihre Praxis, dass Sie Unterricht an der Volkshochschule gegeben haben und auch beraten haben? Der Unterricht hörte irgendwann auf von den Also ich denke, ja, der hörte auf. Das war dann durch. Also man könnte sagen, die Szene in Hannover, die Sie dafür interessiert hat, Form dieser Kursangebote, die war dann durch. Sie haben im Prinzip dem Astrologiezentrum Hannover von Annegret Becker-Baum eine Kundschaft vorher weggeklaut. Mag sein, ja, ja. Aber vielleicht ist die ja wieder bei ihr jetzt. Das ja, ist, okay. die Leute, die dann weitermachen wollen. Ist, okay. Man merkte auch, dass für viele war das damals ein sehr, sehr interessantes Thema, aber es war dann auch für die durch, als es dann nicht mehr sozusagen den Nimbus sozusagen des Exotischen hatte, sondern normal wurde, da blieben dann eben nur noch die sich wirklich dafür interessierten. Und die zum Astrologen ausgebildet werden wollen, können das ja bei Annegret Becker-Baumann machen. Ja, klar. Also Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends war Volkshochschule durch. Da war das noch, durch. Also da war ich, ja, Volkshochschule durch. Ich habe Sie kennengelernt 2005, haben Sie es da? Da habe ich noch einzelne Sachen gemacht, aber das waren dann im weiteren Sinne Bekanntenkreis, die an mich rangetreten sind, das wollten mal ne, für Ich habe vergessen, Kinder Sie zu fragen, ob Sie mir das Horoskop stellen. Das hätte ich damals machen können. Hätten Sie es gemacht? Damals hätte ich es wahrscheinlich gemacht noch. Ja, okay. Da wusste ich zu wenig von allerdings, dem. Allerdings, also, ich meine, das war dann auch der Aufwand für die Arbeit, die ich am religionswissenschaftlichen Seminar hatte, wurde dann einfach auch so groß, dass ich das gar nicht mehr gemacht habe. Okay. Irgendwann mal. Und das war eine Nebenbeschäftigung. Natürlich, das war Spaß, Interesse. Ja, okay. Also wir haben im Prinzip mit Ihnen jemanden vor uns, den man als autodidaktisch selbst ausgebildeten Astrologen auf dem Level des DAV geprüften wohl attestieren könnte. Vermute ich. Ich weiß nicht, was die prüfen genau. Ich denke, die Prüfungsordnung, die ich kenne, würde da sagen, im Prinzip hätten Sie die Prüfung bestanden, wenn Sie sie gemacht hätten. Ich vermute es auch, ich weiß. Jetzt kommen wir mal zurück. Sie haben also jetzt Geld verdient und astrologische Beratung gemacht, dann auch ein bisschen Geld verdient. Sie haben Volkshochschulkurse gemacht, auch ein bisschen Geld verdient. Nach Ihrer Promotion, wann haben Sie denn eine richtige schöne Stelle am Institut für Religionswissenschaften gekriegt? Also eine feste Anstellung. Ja, eine feste. Also was waren Sie vorher? Waren Sie da so? Ja, Lehrbeauftragter. Lehrbeauftragter. Mit da gab es ein bisschen Geld dafür, oder? Ja, da gab es ein bisschen Geld dafür, aber ich hatte eben auch in der Schweiz Lehraufträge.
Das will ich jetzt aber auch nicht weiter ausführen, wo das alles war, sondern da hatte ich Lehraufträge, die als Religionswissenschaftler. Als Religionswissenschaftler, die recht gut, also die Schweiz ist da ein bisschen. Also großartig. Sie haben sich so durchgehangelt, dass sie was zu essen und zu beißen. So ist es, richtig. Man kann leben, aber man lebt nicht üppig. Man lebt nicht üppig und es war auch sehr aufwendig. Ich musste ja dann immer da auch irgendwo hinfahren und ich bin da ja nicht hingezogen gleich. Das hat aber mit Astrologie nichts zu tun. Das hatte mit Astrologie gar nichts zu tun. Aber was waren Ihre Religionswissenschaften? Das waren, also ich meine, das waren damals in der Zeit, waren vor allen Dingen die Einführungskurse in die Religionswissenschaft, also das, was weitgehend auch das Bachelorstudium dann ausmacht, bezogen sich eben auf die beiden Teilbereiche Religionsgeschichte und systematische Religionswissenschaft. Also auch das, was damals als Überblicksvorlesung jetzt im Netz von Ihnen noch als Audio. Was da ist, wenn das noch da ist, dann ist es das. Okay. Dann kommt irgendwann eine Festanstellung, als was? Ja, das war in der Religionswissenschaft als Lehrkraft für besondere Aufgaben. Also es gab dann die Umstellung hier in Deutschland, weit in fast allen Universitäten, fast allen Fächern auch, Umstellung auf den Master- und Bachelorstudiengang. Und im Zuge dessen brauchte man auch mehr Lehrpersonal und da kriegte ich dann also eine volle Anstellung. Das war BRT 3, relativ hohen die haben BRT 3 gezahlt, glaube ich, die Lehrkraft für Besonderes. Bitte? Da gab es BRT 3, glaube ich. Nee, und BRT 2a. B2a, ah, das war 2a. Das war die Eingangsstufe höhere Dienst. Ja. Und da sind wir jetzt schon 2009 oder was? 7. 2007 und da war ich dann auch erstmal voll beschäftigt mit diesem Ding. Da haben Sie, glaube ich, 20 Stunden Unterricht, oder? Nicht ganz, also so viel war es nun auch wieder nicht. Ich hatte 14 Stunden, aber dann hatten natürlich auch noch vieles andere. Klausuren korrigieren, mussten Sie in den Gremien mitarbeiten? Oder? Ja, sicher, klar, Gremienmitarbeit. Okay, also im Prinzip eine ganz normale akademische Karriere in der Religionswissenschaft. Sie sind auf die Kongresse gefahren, auf die Weltkongresse und was es da so gibt. Sind Sie mit Ihrem Chef auf Weltkongresse gefahren? Der war eine Zeit lang Präsident. Teilweise, ja. Ihr Chef war ja Präsident der religionswissenschaftlichen Weltorganisation. Ja, ist richtig. Und da sind Sie mitgefahren? Da bin ich, wir sind gemeinsam, manchmal gemeinsam gefahren, manchmal auch getrennt gefahren. Aber auf der gleichen Tagung? Auf der gleichen Tagung, richtig. Ja. Also Sie haben die ganze religionswissenschaftliche Weltszene kennengelernt? Ja, also weitgehend. Haben Sie mit diesen Kontakten irgendwelche Reaktionen auf die Astrologie erlebt? Oder haben Sie es nie zur Sprache gebracht? Ich habe in meinen Vorträgen, bezogen sich wesentlich auf Astrologie. Also ich habe dann zum Beispiel, weiß ich noch, in Tokio einen Vortrag gehalten über eine astrologische Schrift in der frühen Neuzeit, The Coming of the Little Prophet, Martin Luther und die Astrologie. Da gab es so eine Flugschrift, eine astrologische, die sich später sozusagen im Nachhinein auf Luther bezog, die Luther auch sozusagen kommentiert hat, mit dem Vorwort versehen hat von Lichtenberger. Und also sowas habe ich dann auch natürlich in den Haben Sie noch andere Vorträge gemacht? Ja, klar. Themen, also es waren so jetzt... Immer kulturwissenschaftlich? Religionswissenschaftlich? Religionswissenschaftlich zur Astrologie. Zur Astrologie. Waren Sie eigentlich weltweit der Einzige, der sowas gemacht hat? Nö. Der einzige nicht, also es gab dann ja, das ist ja wie Tagungen organisiert sind, da gibt es dann Panel zu bestimmten Themen und ich kann mich erinnern, in Amerika, da war ich mit einem zusammen, in einem Panel, der hatte über die Theosophie Vortrag gehalten. Die theosophische Astrologie oder? Theosophische Astrologie. Ja, theosophische also Astrologie Alan auch, Leo ja. Diese Tradition. Alan Leo und okay. Genau. Und Bailey. Ja, also das gab es schon, natürlich. Also das weite Feld sozusagen der Esoterik war immer auch ein Thema auf den Religions. Also das, was dann in Amsterdam sogar zum Studiengang verdichtet hat, ja. Western Esotericism mit Walter Hanegraaff und einem gelernten Astrologen, der dann religionswissenschaftlicher Professor war und der dann Sie kritisiert hat, weil Sie zu apologetisch waren. Ja, der hat ein Gutachten geschrieben. Aber der war selber gelernter Astrologe, ja, der war selber bei Hanegraaff und dann haben sich alle gewundert, was ist mit dem passiert. Ja, ich fand das auch ein bisschen, bisschen schwierig. Und Sie saßen mal in Hannover auf dem gleichen Podium. Die Stadtakademie Hannover hat ja auch Veranstaltungen mit Ihnen gemacht. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, jeder schreibt sein Gutachten und wenn er meint, dass da was jemand meint, da muss man was kritisieren, dann ist es eben so. Und ich ist auch durchaus so, ich habe das Gutachten ja dann auch später zur Kenntnis genommen, gelesen. Und
durchaus waren da Sachen drin, die ich nachvollziehen konnte. Ja, ja. Diese Weltkongresse der Religionswissenschaftler, waren jetzt diese esoterisch-astrologisch spezialthematisch ausgerichteten Veranstaltungen, war das mehr so am Rande der Kongresse und das war so das geduldete Aschenputtel oder hatte das eine... Also es war vielleicht am Anfang geduldetes Aschenputtel in den vielleicht 80er, 90er Jahren noch, weil da auch erst überhaupt dieses Thema so virulent wurde, dass man das meinte, auch behandeln zu müssen. Es dominierten später auch die anderen komplexeren Themen, also das, was man dann in der Religionsgeschichte mal unter Weltreligionen verstand, das darf man heute auch nicht mehr sagen, in der Religionswissenschaft, also die großen Religionsentwürfe, kann man sagen, die dominierten natürlich ganz klar auch diese Tagung. Und die Esoterik kam dann aber durchaus vor und sie war also nicht nur Aschenputtel dann, sondern sie war ein Teilbereich, der mitdiskutiert wurde. Also in der Religionswissenschaft gibt es also drei große Werke, die den aktuellen Forschungsstand widerspiegeln. Ihr Chef hat das dritte zu redigieren gehabt. Ich habe die Namen vergessen. Klassische Herangehensweise an die Religionswissenschaft. Wie ist denn das Titel genau? Sie wissen, was Klassiker ich der Religionswissenschaft? Oder was? Nee, das sind so mehrbindige Sachen. Also es sind drei große Blöcke, die ich im Seminar der Religionswissenschaft mal gesehen habe. Andersart hat die letzte Gegenwehr, ich habe die Titel vergessen. Wir müssen jetzt in dieses Approaches? Ja, ich glaube, so hieß es. Und da kam Da kam bei Professor Anders kam ja die Esoterik mit rein. Der hat ein Kapitel in seinem. Das war vorher. Ach so, ja so. Das war. Das war aber ein anderes Buch. Das war zweibändig. Nun haben wir auch den Namen schon längst verraten. Also da ging es. Nee, das war eine Einführung in die Religionsgeschichte, die ja einfach nur. Ja, die meine ich jetzt nicht. Ich meine, dieses Werk, was in einer Tradition steht. In der Religionswissenschaft gibt es große Werke, die den aktuellen Status der Forschung umschreibt. Contemporary und. Das war dieses Approaches. To study of religious science, glaube ich. Das Werk ist ja auch auf Englisch, nicht ohne Grund. Ihre persönliche Erfahrung auf diesen Weltkongressen mit Ihrem Mäntelchen, das ist der Astrologe aus Hannover, so ungefähr. War das so? Nö. Das war überhaupt. Man hat Sie als Religionswissenschaftler und nicht als Astrologen gesehen und jeder, der da teilgenommen hat, hat seine persönliche Auffassung dazu. Es gab eben diejenigen, die sehr stringent, also eine wissenschaftliche Religionswissenschaft vertreten wollten, die also jede Form von Apologie des Religiösen in irgendeiner Form also strikt abgelehnt haben. Also besonders bei den Amerikanern und Engländern ist das so sehr, sehr prominent. Da gab es kein Problem. Also als historisches Problem kann man alles zum Thema machen. Das ist nun mal so. Und es gibt auch andere Leute, die einfach in einer bestimmten persönlichen Tradition auch stehen. Also auch sehr renommierte Religionswissenschaftler, die meinetwegen, also die... Mircea Eliade würde mir einfallen. Ja, das sowieso, also jetzt die klassischen Phänomenologen ohnehin. Aber auch jetzt in der Gegenwart gibt es ja Leute, die die Phänomenologie auch kritisch sehen, aber dennoch ja in einer ganz bestimmten Tradition stehen. Also meinetwegen in der buddhistischen Tradition das auch praktizieren. Aber dennoch versuchen sozusagen... die größtmögliche Distanz zu wahren. Und das ist natürlich auf den Tagungen dann auch. Ich kann mich an ein Problem erinnern, das es in Tokio gab damals. Und zwar die gastgebende Gesellschaft für Religionswissenschaft in Japan, die eröffnete die Tagung mit einer buddhistischen Zeremonie. Und das passte einigen Leuten ganz und gar nicht. Da gab es also Ärger. Und was ich dann habe hintenrum munkeln hören, war: Wenn sich sowas weiter hier zeigt, dann reisen wir ab, dann machen wir nicht mehr mit. Ja. Da sieht man also, dass die Konfliktlinien schon da sind, also und die auch also in besonderer Weise von Gesellschaften getragen werden, die jetzt anderswo zu Hause sind, beheimatet sind, also jetzt in islamischen oder in asiatischen Kontexten sind. Die das Problem mit der Phänomenologie überhaupt nicht haben, die selbstverständlich von einer Überzeugtheit ausgehen und das sozusagen dann auch wissenschaftlich artikulieren wollen. Ja, während in den westlichen Ländern, westeuropäischen und nordamerikanischen Ländern dann
viel stärker so dieses Wissenschaftliche ausgestrichen wird. Wie schätzen Sie Ihre Erfahrungen in Hannover ein? Als Sie anfingen in den 90er Jahren, da konnte man, glaube ich, noch Phänomenologe sein. Ja, also konnte man sein, also zumindest gehört es in die Geschichte der Religionswissenschaft. Das ist ja also unbestritten. Und dann das wurde es härter auch, im Ton, kann man das so sagen? Ja, es wurde dann, also die Richtung nahm eine ganz deutlich kritische gegenüber allen phänomenologischen Ansätzen an. Eine ganz klar abgrenzende und also manchmal schon hysterisch abgrenzende. Das ist schon. Das Heilige von Otto war dann wirklich provokativ. Absolut provokativ und natürlich provokativ. Und dennoch wird es, soweit ich weiß, jetzt noch informiert bin über den Stand der Dinge, gehört es in die Geschichte der Religionswissenschaft. Ne? Und auch Otto wird dort behandelt. Ja, aber natürlich immer mit sehr funktionalistisch abgrenzend. Absolut, natürlich, klar. Und für Sie persönlich war das natürlich eine Gratwanderung. Weil Sie, Sie waren ja kein Funktionalist. Das würde ich so nicht sehen. Also natürlich, also ich habe die Phänomenologie immer sehr offen betrachtet und auch hatte keine Probleme damit, das so phänomenologisch anzugehen. Die Frage ist immer, wie eng man und wie weit man den Begriff Wissenschaft definiert. Ja. Wenn ich ihn eng setze, dann fällt natürlich das raus, was Otto als das Heilige betrachtet, logisch. Das ergibt sich dann. Wenn ich ihn weiter setze, kann ich darüber reden. Ja? Also Sie würden sagen, Sie sind kein Phänomenologe, Sie sind ein Wissenschaftstheoretiker mit einem anderen Wissenschaftstheoriemodell als manche Mitstreiter im Institut. Ja. So wäre es dann korrekt formuliert. Das wäre sicher korrekt formuliert. Und Sie würden nicht sagen, Sie sind ein Otto-Disciple. Nein, Otto-Disciple, der liest sich auch viel zu langweilig, als dass ich da so ein Disciple wäre. Und ich finde auch vieles überhaupt nicht richtig, was er schreibt. Also, okay. Zurück zu Ihrer akademischen Umfeldsituation. Sie haben inzwischen einen Fulltime-Job seit 2007. Haben im Prinzip Bachelorstudenten und auch ursprünglich auch Masterstudenten oder inzwischen dann nur noch Masterstudenten. Irgendwann wechseln sie dann in den theologischen Teil des Instituts aus Gründen, die wir nicht diskutieren wollen. Wie ist denn jetzt Ihre Arbeit weitergegangen? Ich erinnere mich, als der inzwischen sehr weltberühmte Jordan Grant Peterson seine Maps of Meaning geschrieben hat, hat er 15 Jahre lang jeden Tag 2 Seiten geschrieben. Wie war das bei Ihnen so? Ihre Arbeit hat 250 Seiten, ein paar weniger als Petersens Arbeit. Maps of Meaning ist aber eine spannende Arbeit, sage ich ja mal am Rande für die Zuschauer. Ihre Arbeit, Astrologie in der Religionsgeschichte, so eine Art Habilitationsvater hatten Sie jetzt, der aber so ein, wie die Mutter zum Kind nicht so richtig wusste, was er jetzt eigentlich mit Ihnen machen soll. Ich sage es mal so rum. Wann haben Sie denn eigentlich die erste Seite geschrieben? Die erste Seite geschrieben. Das ja, immer muss man ja sich hinsetzen und was zu Papier bringen. Keine Ahnung, wann ich die erste Seite geschrieben habe. Sehr früh oder sehr spät? Also Sie haben ja von Mitte der 90er Jahre bis 2015 so. Ende der 90er Jahre. Peterson hat 15 Jahre gebraucht für seine Maps of Meaning. Sie haben auch ungefähr 15 Jahre. Ja, das kommt hin. Aber ich habe ja auch, ich habe nicht kontinuierlich. Und da haben Sie Pausen gemacht. Genau, ich habe Pausen gemacht. Also was mir einfällt, ich hatte gerade jüngst an der Universität ein Faustseminar angeboten, zu Goethes Faust. Mhm. Und da stellte ich auch mit, das wusste ich auch vorher schon, mit Erstaunen fest, dass er ja, dass Goethe seinen Faust über fast sein ganzes Leben geschrieben hat. Und immer Faust wieder zwei, sozusagen. Faust beide. Also Faust 1 war dann 1806 oder 7 abgeschlossen. Aber Faust 2, glaube ich, erst 1809. Das war erst 1832 abgeschlossen. Und aber da habe ich, das war ähnlich, ja, also ich will mich jetzt nicht mit Goethe vergleichen und mit seinem Faust, aber dennoch habe ich ganz ähnlich geschrieben, dass ich also Einzelthemen mir vorgenommen hatte, mich denen befasst, mit denen befasst habe, dazu auch was geschrieben habe, also meinetwegen zu Plotins Astrologie oder zur frühen Neuzeit auch dann. Das waren komplexe, sozusagen in sich geschlossene Themen eigentlich und irgendwann kam mir dann auch mal der Gedanke, das zusammenzuschließen. Also daraus einen Entwurf zu machen, der zeigen sollte, eben das, was ich im Untertitel mit Kontinuität und Diskontinuität bezeichnet habe. Das können Sie also über Ihren Arbeitsprozess auch schreiben. Ja. Ja, sicher, klar. Ja. Das war auch diskontinuierlich auf alle Fälle. Und
wie gesagt, dieser Zusammenschluss, der kam mir erst dadurch, dass ich meinte, also in der Religionswissenschaft wird es ein bisschen sehr übertrieben, Dinge nicht mehr mit übergreifenden Bedeutungen benennen zu können. Also was man nicht mehr sagen darf, Buddhismus. Ne? Also ich habe dann von einem renommierten Religionswissenschaftler auch mal gehört, Buddhismus gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Das sind Zuschreibungen, die von außen gekommen sind und die eigentlich unrechtmäßig sozusagen als Urteile gefällt werden, als Bewertung gefällt werden, die eigentlich aus der Historie gar nicht. Sie haben ja hemmungslos in Ihrer Arbeit Daoismus angesprochen, ohne diesem Weg zu folgen, dass es das ohne nicht diesen gäbe. Weg zu folgen, ja, natürlich. Ja, genau. Und ich meine, diesen Begriff Buddhismus gibt es ja. Ja, der ist ja da und der ist ja auch irgendwie schon gefüllt. Ja, auch wenn die Grenzen dann natürlich schwierig sind zu bestimmen, aber es gibt ja, und jeder kann damit auch irgendwas anfangen. Und das wollte ich auch mit diesem Thema Astrologie zeigen, dass man natürlich den Begriff Astrologie, natürlich ist die Astrologie bei Plotin etwas anderes, als sie dann Thomas Ring beschreibt. Oder bei Thomas von Aquin. Auch das nicht. Da gibt es überall natürlich Differenzen, aber dennoch heißt das alles und mit Recht Astrologie, weil ganz bestimmte Kontinuitäten bleiben. Ja, es bleibt sozusagen das System der Analogie, ein in Verhältnis setzen des Menschen oder der irdischen Welt mit den Gestirnen auf einer ganz bestimmten Symbolik, die bleibt weitgehend identisch seit den Anfängen. Und das war also sozusagen mein Anliegen, das zu zeigen. Und das war sozusagen dann auch der Punkt, als ich die Arbeit abschloss. Ja, also diese drei Komplexe der Antike, der frühen Neuzeit und der Gegenwart sozusagen nochmal in eine Linie zu stellen. War Ihr Habilitationsvater, der inzwischen ja nicht mehr Chef des Instituts war, der unangenehm berührt, dass Sie tatsächlich fertig wurden? Oder war dem das Recht, dass Sie fertig Warum wurden? Warum soll der unangenehm berührt sein? Dass nein, das Thema, nein, das hat Thema, er gehofft, dass das Thema sich durch Zeit abläuft. Nein, ganz im Gegenteil. Das hat er hat das begleitet und er hat immer, also auch die ganze Zeit zu mir gehalten und hat immer gedacht, naja, der kriegt das nicht mehr, wahrscheinlich irgendwann, der kriegt das nicht mehr gebacken, nicht mehr zu Ende. Und er war hoch erfreut, dass es dann doch soweit war. Okay, er war also doch stolz auf sein Handwerk. Natürlich, klar, dass er das begleitet hat und dass es auch wirklich zum Abschluss kam. Und dann haben Sie das ja bei Duncker und Humblot, oder wie heißt Ihr Verlag? Habe ich jetzt nicht. Nee, Peter Lang. Peter Lang, bei Peter Lang, ja richtig, habe ich verwechselt. Opa mal, bei dem Verlag. Peter Lang Verlag, das ist eine Reihe, eine religionswissenschaftliche Reihe. Wie sind Sie da reingerutscht? Durch Fragen. Sie haben angefragt? Ich habe angefragt, also nee, ich wusste, dass da gibt es eine Reihe von Burkhard Ladigo, Tübinger Beiträge zur Religionswissenschaft. Und Burkhard Ladigo ist ja einer und Günter Kehrer ja auch, die beiden die geben diese Reihe raus, die im Grunde dezidiert Religionswissenschaftler im sehr wissenschaftlichen Sinne sind. Und, warum haben die Sie genommen? Das müssen Sie die fragen. Haben Sie gut und viel betteln müssen? Also nein, überhaupt nicht. Das ging sofort. Okay. Ich habe da angefragt. Es war eine Bereicherung für die Reihe, weil es so exotisch war. Ja, also ich meine, der Hintergrund war ja der, dass Gladigo ja auch eine europäische Religionsgeschichte beschreiben wollte und auch gemacht hat, die nicht nur sozusagen eine Geschichte des Christentums bedeutet oder des jüdisch-christlichen Kontextes, sondern die viel mehr enthält. Ja, und dieses viel mehr bezieht sich dann wesentlich auf klassische Mythologien, aber eben auch auf Esoterik, auf die Entwicklungen, die dann letzten Endes auch das wissenschaftliche Denken befördert haben. Und also diesen Strom sozusagen der europäischen Religionsgeschichte einfach zu erweitern, das war sein Anliegen immer. Und da passte die Astrologie natürlich rein als eine, sozusagen als ein Strom, der da eine Rolle gespielt hat. Wie lange hat es gedauert von der Abschlussprüfung, bis es dann gedruckt war? Ein Jahr? Ja. Ungefähr. Sie haben eine Venia, wie heißt die? Auch wenn ich die noch auswendig wüsste. Es ist moderne europäische Religionsgeschichte, aber kosmologische, naturphilosophische und so weiter, spirituelle Praxis in der modernen europäischen Religionsgeschichte. Man merkt daran, dass jemand sich sehr viel Mühe gegeben hat, es so zu verkomplizieren, dass der Venia-Inhaber selbst das nicht mehr so ganz genau weiß. Das kann man so sagen. Hintergründe hat. Ja, nee, das wurde im Grunde so eingeschränkt, also dass eigentlich eine
Lehrstuhlübernahme fast unmöglich ist. Ja. Ja, sowas gibt es nicht. Sie haben also da eine sehr spezielle Venia-Legende. Sie müssen aber, um die Venia zu retten, jedes Jahr 2 Stunden, glaube ich? Jedes Jahr pro Jahr muss ich einmal Titellehre machen. Ja, klar. Wie viel Stunden müssen das sein? Das sind über ein Semester, ein Lehrangebot. Das ist pro Woche sind das eben diese Doppelstunde. Das eine Doppelstunde. Ja. Was haben Sie im abgelaufenen Semester gemacht? Für Ihre Rettung also, der Venia? Jetzt nicht im abgelaufenen, sondern jetzt im Sommersemester steht die nächste an. Und da habe ich vor, die Diskurse zum Atheismus, also Richard Dawkins und Sheldrake miteinander zu vergleichen. Textpassagen jeweils zur Religiosität auf Basis eben der Naturwissenschaften. Also dieses Verhältnis von Religion, Theologie auf der einen Seite und Naturwissenschaften auf der anderen Seite. Das ist das, was mich nach wie vor begleitet. Und das werde ich jetzt also mit beiden Werken, wobei Sheldrake bezieht sich ja direkt auf Dawkins, versuchen, in einem Seminar unterzubringen. Und nachdem Sie die Habilitationsprüfung bestanden hatten, mussten Sie ja dann irgendwann das erste... Ja. Sie haben eine Antrittsvorlesung gehalten. Richtig. Wie hieß die denn? Die Antrittsvorlesung bezog sich auf Dantes Göttliche Komödie und hatte zum Ziel zu zeigen, dass wir, wenn wir von der Neuzeit reden, ja, also von all diesen Begleiterscheinungen, die Neuzeit kennzeichnen, also Säkularisierung der Gesellschaft, Pluralisierung vor allen Dingen und so weiter, dass sich das bei Dante schon zeigt. Also man könnte ihn sozusagen als Urahn der Moderne verstehen. Und das habe ich versucht, so ein bisschen da in seinen Fragen. Gibt es das Manuskript noch? Ich bin dabei, noch ein Buch zu schreiben. Ich komme damit nicht so richtig voran. Das dauert bei mir alles immer ein bisschen länger, aber ich werde das bei noch... Bei Bender dauerte das ewig lange, bei Ihnen dauert es auch ähnlich. Der Nihin genannte das einen Bender. Wenn er eingeladen war, kam er eine Stunde zu spät, das war ein Bender bei Einladung. Wenn er einen Artikel veröffentlichen sollte, das war dann 3 Jahre und Studien waren dann 7 Jahre Bender. Und bei Ihnen ist das ähnlich, es dauert. Und nach ihrer Antrittsvorlesung, die hoffentlich bald als Buch erscheint, wir können es verlegen für Sie, wenn Sie also wollen. Also die Antrittsvorlesung, das geht natürlich weit über die Antrittsvorlesung hinaus. Aber Sie nehmen die Antrittsvorlesung als Basis. Als Anlass, ja. Also es gibt ein Buch. Gibt es da schon Verlag? Also der Peter Lang Verlag ist nach wie vor interessiert. Das eventuell zu machen. Das zu machen. Und dann wollen wir hoffen, dass Sie dann schneller als Petersen dann mehr als 2 Seiten pro Tag ist. Okay, nachdem jetzt die Antrittsvorlesung war, mussten Sie ja irgendwann dann die erste Semesterveranstaltung machen, um die Venia zu behalten. Was war denn da das Thema? Da war das Thema, habe ich mich wesentlich mit neuen religiösen Bewegungen im deutschsprachigen Raum befasst. Mhm. Teilweise mit asiatischem Hintergrund, also das waren dann damals die Hare Krishna, Osho-Kommunen und so. Osho, ja. Aber auch Sri Aurobindo? Hatte ich nicht mit drin, glaube ich, aber das war dann eben eine Auslese. Dann auch mal ein Seminar zu neuen religiösen Bewegungen mit jüdisch-christlichem Hintergrund. Mhm. Also damit habe ich mich mehrfach befasst, also neue religiöse Bewegungen. Gab es irgendwann eine Veranstaltung, die auch nur ansatzweise was mit Ihrer Habilschrift zu tun hatte? Mit der Astrologie. Ich hatte mal ein Seminar angeboten zur Astrologie, zur Geschichte. Astrologie in Geschichte und Gegenwart hieß das. Ach, okay. Fand statt? Die fand statt. War voll, war leer? War voll. Anfänglich voll. Es hat nicht allen Teilnehmern so gefallen, weil... Bachelor oder Master? Das war dann für beide offen. Ne? Das war dann... ich habe mich da sehr bemüht, sozusagen, also auch den religionswissenschaftlichen Kontext nicht zu überschreiten, sondern das im Rahmen der, das war schon während der, ich glaube während des Verfahrens schon, als ich das angeboten hatte. Ah, okay. Und habe also da auch ein bisschen, ich glaube die Erwartung war da, dass die Leute etwas über Astrologie erfahren, auch zur persönlichen Nutzen. Und das ging überhaupt nicht. Und nach dem Motto, der Dozent deutet mein Horoskop in der Seminarveranstaltung. Nee. Da muss man dann schon zu einem Astrologiezentrum fahren, da wird das ja übungshalber gemacht.
Damit sind Sie jetzt ja praktisch jedes Jahr mit mindestens einer Veranstaltung in Ihrer Venia unterwegs. Ja. Dazu machen Sie jetzt aktuell, sind Sie im theologischen Seminar, da machen Sie vorwiegend Unterricht in Latein und Griechisch. Latein und Griechisch. Machen Sie im theologischen Seminar auch noch inhaltlich was anderes? Nein. Okay. Sie machen das da, nur noch. Da bin ich Sprachlehrer geworden. Sprachlehrer geworden. Ja. Die Hintergründe brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Sie haben noch wie lange, bis Sie in Pension gehen? Muss ich das verraten jetzt? 3 Jahre oder so? Noch nicht mal mehr. Und dann, was würden Sie denn gerne, nachdem Sie dann nicht mehr Sprachlehrer sind, oder vielleicht machen Sie ja noch weiter, weil Sie zusätzlich dann einfach so... Also ich denke, ich werde sowohl diese Sprachlehrertätigkeit in welchem Rahmen jetzt auch immer ein bisschen weiterführen. Hat man Ihnen schon signalisiert, dass man Sie behandelt? Da bestimmt nicht an den Theologen, weil die so, jetzt mit Nachwuchs genug Leute haben, die das auch übernehmen können. Aber ich werde es auch in anderen Rahmen, also es ist auch gefragter, als man denkt. Gymnasial? Nee, das nicht. Also nee, das ist... Eher so freier Bildungsmarkt. Freier Bildungsmarkt, und es zeigt sich, dass das Interesse an diesen alten Sprachen doch wieder zunimmt, erheblich sogar. Okay. Ich werde auch Erwachsenenbildung und so weiter... Werden Sie wieder Astrologie unterrichten an der Volkshochschule? Das glaube ich nicht. Volkshochschule habe ich, glaube ich, keine Lust mehr. Und Astrologie in einer Bildungseinrichtung zu unterrichten? Ich bin mehrfach gefragt worden schon. Von welcher Art Einrichtung? Ja, nee, das war... Nee, welche Art, nicht den Namen, so welche Art Einrichtung? Ja, nee, überhaupt etwas in dieser Art anzubieten, ob ich das, also entweder privat, dass ich also privat groß anbiete. Ach so, von Interessenten wurden Sie gefragt. Nicht von Bildungseinrichtungen, sondern von potenziellen Zuhörern. Richtig. Und Schülern. Und ob ich das mache, das weiß ich auch nicht. Das ist ja auch noch ein bisschen zu früh, das zu entscheiden. Aber die Venia müssen Sie ja jedes Jahr. Die muss ich jedes Jahr bestätigen. Ja. Dann sind wir, glaube ich, jetzt wieder ausreichend in der Gegenwart angekommen. Wir bedanken uns bei Ihnen recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Zuschauer, wir sind damit am Ende unseres zweiten und letzten Teiles mit Dr. Habil Gustav Adolf Schöner, und wir empfehlen Ihnen das Buch von ihm und demnächst das neue Buch von ihm. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.